Rollbewegung. Die zweite Eigenform der Seitenbewegung ist eine aperiodische Drehbewegung in P und Phi, also ein Rollen um die flugzeugfeste X-Achse. Wenn wir uns das in der Polverteilung angucken, geht es um diesen Pol hier. Dieser Pol symbolisiert einen Tiefpass, ein Verzögerungsglied erster Ordnung, ein PT1. Der Abstand dieses Poles vom Ursprung ist die Eckfrequenz, also 1 durch die Zeitkonstante dieses PT1s. Die Sprungantwort solch eines Systems erster Ordnung ist eine E-Funktion, die mit einer endlichen Anfangssteigung losgeht nach der Zeit, also sprich dem 1 durch dieses Abstand, gerade 63% des Endwertes eingenommen hat und dann aperiodisch in Form einer E-Funktion in den stationären Endwert übergeht. Nun, wie kann man sich so einen Rollpol vorstellen? Was bedeutet das für die Flugzeugbewegung? Wie entsteht er? Dadurch, dass man ins Querruder einen Sprung reingibt, wird sich die Rollgeschwindigkeit, also die Reaktion, die sich ja eigentlich relativ schnell auf diesen Querrudersprung einstellen sollte, eben nicht sprungförmig, sondern mit eben genau dieser Verzögerung, mit dieser E-Funktion einstellen, aufgrund der Tatsache, dass die Ruder sich erstmal bewegen müssen, dass der Flieger selbst eine Trägheit hat, dass sich auch aerodynamische Kräfte und Momente erstmal aufbauen müssen. All das trägt dazu bei, dass die Drehgeschwindigkeit eben erst nach einer gewissen Zeit, nach einer Verzögerung mit einem Tiefpassverhalten entsteht, nachdem ein Querrudersprung stattgefunden hat. Wenn wir hier auf der nächsten Seite sagen, dass die Zeitkonstante eine Sekunde beträgt, dieses Tiefpasses, dann bedeutet das eben, dass nach einer Sekunde 63% des Endwertes, also der maximalen Drehgeschwindigkeit, erreicht sind, sodass man praktisch sagen kann, dass nach 3, 4, 5 Sekunden das Ruder eben nicht das Ruder, sondern der Flieger mit maximaler Rollgeschwindigkeit rollt.